Jaffna ist die Hauptstadt der gleichnamigen Halbinsel, die mit zahlreichen Inseln eine Einheit im Norden Sri Lankas bildet. Wegen des Bürgerkrieges zwischen der singhalesischen Armee und den Tamil Tigers war der Zugang bis vor wenigen Jahren nur mit einer Sondergenehmigung erlaubt. Seit 2009 ist dieser Konflikt beendet. In der Stadt Jaffna leben etwa 100.000 Menschen und eine weitere halbe Million weit verstreut auf der Halbinsel. Die Mehrheit der Bevölkerung sind Tamilen hinduistischen Glaubens, doch viele bekennen sich auch zum Christentum. Im Zentrum der Stadt Jaffna fühlt man sich ein bisschen wie in Indien. Aus Lautsprechern dröhnt schrille Musik, es ist farbig, laut und sehr lebendig. Bei einem Laden frage ich einen Menschen an einer Nähmaschine, wie denn jetzt das Leben in Jaffna nach dem Kriege sei. Alles sei gut. No violence, no more war. Ein Flickschuster fragt mich, where are you from? Germany. Good country, sagt er und ergänzt, now more people come to Jaffna. Jaffna people very happy. Die gleiche Stimmung drückt auch ein Obsthändler aus, der froh ist, dass nun viele während des Krieges ins Ausland geflohene Landsleute wieder zurückkehren. Wir halten an einer Bucht, in der Männer und Frauen den nächtlichen Fang sortieren. Sie befreien Fische aus den Netzen, sammeln sie in Körbe, reinigen sie im Meerwasser und breiten sie zum Trocknen aus. Eine postkartenähnliche Stimmung. Grün schimmerndes Meer, tiefblauer Himmel, silbern glänzende Fischleiber, lachende Menschen, die sich gern fotografieren lassen. Ein kleiner Tempel am Meer ist an der Stelle errichtet, an der der Überlieferung nach ein Baumspross des ältesten Bodhi-Baumes Sri Lankas über das Meer von Südindien zur Nordküste Jaffnas kam. Ein vergoldetes Standbild zeigt die Ankunft des heiligen Baumes. Um die kleine Insel Naina Tivu zu erreichen, müssen wir von Norden nach Süden durch die Insel, durch Jaffna Stadt und über einen langen Damm auf die langgestreckte Insel Keiz. Der Damm wird gerade erweitert und ist eine große Baustelle. Zu beiden Seiten erstrecken sich flache Lagunen. Wasservögel, Schwarzstörche und Marabus beleben die weiten Wasserflächen. Am Ende des Dammes beginnt Keiz. Hier sieht es sehr ländlich aus. Kleine Gehöfte, Kühe auf trockenen Weiden, hin und wieder ein einzelnes Haus. Die Inseln Keiz und das südlich gelegene Punkudu-Tivu verbindet ein weiterer Damm, der an einer Pier endet. Von hier aus geht es nur noch per Boot nach Delft, Naina Tivu und kleinen dünn besiedelten Inseln mit meist holländischen Namen. Es gibt ein Schnellboot für Touristen und das Boot, das die Einheimischen benutzen. Wir nehmen das Localboot und die Überfahrt ist ein kleines Abenteuer. Das Schiffchen ist überdacht und unterm Deck blickt man durch Luken auf die unruhige See.
Der Dieselmotor rattert laut und gleichmäßig. Nah am Anleger Naina Tivus steht der buddhistische Tempel Nagadepa Purana Rajamaha Viharaya. Auf dieser kleinen Insel soll Lord Buddha zum ersten Mal seinen Fuß auf srilankischen Boden gesetzt und zu den Nagas, den Ureinwohnern, gepredigt haben. In einem Schrein steht eine bronzene Statue des Buddhas und daneben wirft ein Bodhi-Baum seinen Schatten. An Wochenenden oder Vollmondtagen strömen die Pilger in Scharen hierher und vor allem zu dem nahen Naina Tivu Nagapushani Aman Tempel, dessen gewaltiger, figurengeschmückter Gopuram gen Himmel strebt. Dieser historische Tempel, der 1620 von den Portugiesen zerstört und zwischen 1720 und 1790 neu erbaut wurde, ist der Göttin Parvati und ihrem Gemahl Shiva gewidmet. Zum Tempel gehören 4 Gopurams, Eingangstürme, von denen der höchste 108 Meter erreicht. An der historischen, von den Holländern erbauten Festung ist außer trutzigen Mauern nicht sehr viel zu entdecken. Der bedeutendste Hindu-Tempel Jaffnas und zugleich der größte Sri Lankas ist der Nallur Kandaswami Kovil. Gegründet 948 diente er Tamilenkönigin als Palast und Verteidigungsanlage und wurde nach der Zerstörung durch die Portugiesen unter der Herrschaft der Holländer 1749 wieder aufgebaut. Von daher erklärt sich auch der für einen Hindu-Tempel sehr untypische Uhrturm. Im Inneren gibt es verschiedene Schreine für Maguran, den Hauptgott des Tempels, und neben anderen auch für Ganesha. In einem langen Gang beginnt gerade eine Puja, eine Zeremonie. Weiß gekleidete Frauen sitzen auf dem Boden, die Männer stehen an den Seiten. 5 Musikanten umrahmen mit Trommeln und Flöten die Ereignisse musikalisch. Wir gesellen uns möglichst unauffällig dazu und werden Zeugen einer eigenartigen Prozedur. Auf einem Podest steht die 50 cm hohe vergoldete Figur des Gottes Maguran. Maguran ist ein Sohn Vishnus und Bruder Ganeshas. Sein Attribut ist eine Lanze und sein Reittier ist der Pfau. Bei dem Ritual handelt es sich offensichtlich um eine Reinigungs- und Segnungszeremonie von Speisen. Tempeldiener reichen den Priestern allerlei Obstsorten und die zerteilen Bananen, Ananas und Papayas, drücken Orangen und Granatäpfel über der Göttergestalt aus und übergießen sie mit klarem Wasser. Jedes Mal spielen die Musikanten dazu und die Gemeinde erhebt die Stimmung zu einem dumpfen Ah-Laut. Danach werden Krüge mit Milch über die Gottheit geschüttet und nach erneutem Wasserguss erklingt wieder der vielstimmige Laut. Mehrmals noch wiederholt sich diese Prozedur. Honig und andere Flüssigkeiten werden dem Gott dargebracht und jedes Mal wieder reinigt klares Wasser die glänzende Gestalt. Durch Rohre und Rinnen fließen vom Bühnenpodest alle Flüssigkeiten in einen großen Behälter. Nach einer Weile ist das Ritual beendet und die Gläubigen stellen sich auf, um aus einer riesigen Bronzeschale, in der der Obstbrei gesammelt wurde, von einem Priester eine Handvoll der geheiligten Fruchtmasse in die geöffnete Hand zu erhalten.
Plötzlich werden wir vier Zuschauer mit eindeutigen Gesten aufgefordert, zu dem segenspendenden Priester zu gehen und von ihm eine volle Hand der heiligen Speise zu empfangen. Es ist unmöglich, sich zu drücken, und so schlürfen wir mit einigem Widerstreben den Obstbrei aus der hohlen Hand. Er schmeckt gut und ist sicher vitaminreich. Keiner von uns Vieren hat Bauchgrimmen oder Durchfall bekommen. Maguran sei es gedankt. Unser spätes Frühstück findet in einer dunklen Kneipe statt, einer Kaschemme, einer Fressbude. Es ist schummrig, heiß und sehr laut, doch es gibt sogar Tische und Stühle, süßer Tee und tamilische Frühstückstaschen gefüllt mit seltsamen Gemüsen machen uns richtig froh und satt.